Herzlich willkommen zurück zu Silent Fred Reborn. In der letzten Folge Mission haben wir eine Forschungsstation vor ihrer Vernichtung gerettet und dabei auch die übrig gebliebene Fracht vor Piraten gerettet. Ja, mal sehen, was wir jetzt mit dieser Fracht anfangen können, was? Ich wette, die war ja ziemlich wichtig, wenn wir hier zwei Kreuzer geschickt kriegen als Verstärkung, noch eine Staffel als Bomberstaffel zur Verstärkung. Following the recovery of the Talos Particle Accelerator, the Antares system is nearly secure. Residual pirate activity is almost non-existent, and the Shivan presence in this system is too scattered and disorganized to present a credible threat. With the pressure on our core systems relieved, GTI is stepping up research and development of new technologies. Several important projects are nearing completion, and GTI has decided to move them to Beta Aquilae, where their results can be more closely monitored. In this mission, you will be tasked with guarding a GTI science convoy as it transfers its cargo to Beta Aquilae. The convoy consists of three Faustus-class cruisers, the GTSC Moreau, the GTSC Idun, and the GTSC Ratna. The cruisers are carrying research and prototypes for Project Eumenides, the GTI's most highly classified weapons program. You will escort the cruisers as far as the Beta Aquilae jump node. Upon reaching Beta Aquilae, the cruisers will be joined by a second escort and taken to a secret location. Because of the extremely sensitive nature of this convoy, we are assigning three wings to protect it. However, we do not believe you will encounter significant resistance. Because of the scarcity of Shivans in this system, the remaining ships seem to be unable to coordinate their attacks effectively. As always, GTI will be on hand to monitor your progress. Good luck. Okay, das Antares-System ist so gut wie sicher, darum wird das Forschungsmaterial, das wir aus der Station in der letzten Mission gerettet haben, jetzt nach Beta Aquilae gebracht in einem Konvoi aus drei Faustus-Klasse Forschungsschiffen. Das Forschungsmaterial in diesen Kreuzern ist so geheim, dass wir gleich drei Staffeln zur Eskorte abgesetzt werden. In Beta Aquilae werden wir dann abgelöst von einer zweiten Wache. Es wird allerdings erwartet, dass wir keinen großen Widerstand treffen, aber das haben wir ja schon öfter gesagt gekriegt. Darum bin ich mir nicht so sicher. Und wenn wir hier gleich Herkulesjäger und Loki-Jäger kriegen? Mit der Walküre hat mich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Große Waffenkompatibilität hat die Loki. Aber sie in so einer wichtigen Mission auszutesten... Naja, dann können wir wenigstens beweisen, dass sie was drauf hat. Ich hoffe, sie kann die Banshee mitnehmen. Und die Prometheus, das ist eigentlich immer noch die effizienteste. Aber nur 5 Raketen, das ist nicht wirklich viel. Oder 3 Phoenix, 5 Raketen. Na gut, ich verwende Raketen eh eher selten. Ich glaube, die Konfiguration lassen wir einfach mal so. Für schwere Ziele haben wir ja unsere Herkules-Staffel. Ich hoffe, dieses Mal kommt jetzt sich Command nicht und es wird wirklich mal eine ruhige, gemütliche Mission. I hate escort missions. 3 hours of boarding for 5 minutes of action. If you're lucky. Ich will gar keine Action mehr. I wish I could put my fighter on autopilot and take a nap. Pilots, stay alert. The cargo on these cruisers is extremely valuable to the GTI. Nichts mit Autopilot und ein schönes Nickerchen. Alpha 4. Frag mich ja, was genau diese Fracht ist. Ob das vielleicht auch was ist, was die über Sudana damals an Bord hatten? Sowas ähnliches. Oh! Ich hasse diese Solarzellen. Der Faustus-Klasse. Wie viele dann den Dinger schon an Unfällen verstorben sind, die nicht aufgepasst haben gegen dieses rotierende Solarpanel geknallt sind. Dr
3 Staffeln, jede Staffel für ein Schiff. Ship and wing arriving. Take your feet off the dashboard, pilot. We've got bandits to kill. Wie viele denn? Ich sehe 2 Skorpionjäger. Mann, die Shivaner hier sind wirklich unorganisiert und haben praktisch keinen Widerstand mehr. Aua. Der fliegt sich nicht schlecht, der ist schön, wenn. Hey, was war das? What was that? What was what? Well, I thought I'd. No, never mind. Was dachtest du? Ich hab doch auch was gehört. Ich glaube nicht, dass wir beide selber dieselbe Halluzination haben. Was soll denn? Wir haben heute dasselbe Zeug in dem Kaffee gehabt, wa? Ich bin aber gegen Aufputschmitteln. Verlangsamen nur die Reaktion und das ist tödlich im. There, that. Was zur. I hear it too. Okay. Probably just a communications murmur, pilots. Don't get jittery. Ich habe noch nie einen Kommunikationsfehler dieser Art gehört. Jetzt kommen 2 Scheiternbomber. Nein, 3. What is that? Ich bin gerade eher am Schießen. Aber ich würde schon gerne wissen, was es ist. Ich will nicht irgendwelche bösartigen Überraschungen. Ja, das ist verdammt nochmal auch mein Leben. Wer ist weg? Wer ist entkommen? Do you hear me? They're gone. The whole lab is trashed. The scientists are dead. Get a team down here now. Was? Moreau, come in. This is Terran Command. Moreau, please respond. Die Moreau ist lahmgelegt und hat. What the hell? Und sie. Die sendet. Die Moreau sendet das. Was zur Hölle? Die Irun auch und die Ratna. Auch? Command, was zur Hölle ist an Bord von diesem Scheißschiff? Was zur Hölle habt ihr da an Bord? Die Idun ist in die Luft geflogen. Was? Was zur. Waren das. Hä? Was war das? Irgendwas ist auf meinem Raumschiff gelandet. Die Ratna hat uns angegriffen. Was zur Hölle? Dragonjäger? Ich habe gerade einen Piloten verloren, weil irgendwas auf ihm gelandet ist? Command! Wir haben hier verdammt viele Dragons. So viel zum Thema unorganisierte Angriffe. Traue ich überhaupt noch auf solche Meldungen? Aber ich muss sagen, die Loki fliegt sich verdammt geil. Kommt sogar den Dragons damit hinterher. What is a demon class destroyer doing in Antares? Ich dachte, Antares ist sicher. Violet, do not engage the Abaddon. Maintain full escort of the Rock. Und warum zur Hölle kommunizieren die verdammt nochmal mit der Ratna? Cradling the Ratna like a baby. Enemy wing just arrived. Die Abaddon beschützt. Und jetzt, was sucht die Reaper als jetzt schon wieder hier? Ja. We are launching Delta and Epsilon wings to assist. Stand by. Delta wing has arrived. Pilots, we must recover the Ratna intact. We're deploying Lambda 1 to show the cruiser to make an accolade.
Epsilon. Pilots, the Shivan transport en route to dock with the Ratna. Destroy it! Verdammter Mist! Das ist alles für eine Faustus-Klasse? Was zur Hölle ist an Bord? Und warum kommuniziert die mit... Iota Wing will attempt to disarm and disable the Amadon. Use the distraction to your advantage. Okay, wir kriegen also Bomberunterstützung, die versuchen die Amadon lahmzulegen. Das ist schon mal eine gute Meldung. Warum zur Hölle ist die Repulse so schnell in der Nähe? Hier, die muss doch in der Nähe gewesen sein. Ich mag die Loki. Okay, Basilisk, egal. Eigentlich ist sie vielleicht nicht unbedingt für solche großen Schlachten ausgelegt. Ja, finde ich auch. Okay, Scorpions, Dragons, Basilisk, Demon-Klasse Zerstörer. Jetzt gleich noch die Lucifer hier reinspringen. Dann frage ich mich echt, was ihr an Bord von diesem Forschungskreuzer habt. Ich habe ja so langsam einen Verdacht. Guck mal dann, strafe mal über die Demon. Okay, wo ist der Basilisk? Yeah. Moment, die wollen die Red? Oder wann? Versuchen die Shivana uns Schiffe von uns zu kapern. Fracht unbekannt. Oh Mann, warum führe ich eigentlich so hirnlos die Befehle von Command aus? Das kann doch nicht wahr sein. Die schicken mich hier vollkommen unvorbereitet in eine Riesenschlacht. Wegen Antares ist sicher. Okay. Lambda 1 hat was ist getroffen worden. Wir müssen da. Gamma-Staffel ist so gut wie nicht mehr existent. Das war die andere Staffel mit den Lokis. Beta-Staffel geht's auch nicht so gut, aber ich schicke die Alpha-Staffel, um Lambda zu beschützen. Und die Ratna sendet wieder. Der Basilisk hat das auf die Lambda abgesehen. Manticore. Meine Güte, ist das eine Schlacht. Ich habe keine Schlacht in dem Ausmaß mehr erlebt seit der Zerstörung der Lucifer. Und warum zur Hölle sind die Shivana plötzlich wieder so kampfkräftig? Warum kriegen die plötzlich eine ganze Flotte hier rein in das System, das noch nicht sicher war? Repulse, seid ihr sicher, dass ihr alleine mit der Demon-Klasse fertig werdet? Ich mag die Loki. Basilisk, Basilisk. Leute, ihr bleibt mal schön bei der Lambda. Was ist da explodiert? Lambda 1 ist auf 53% runter. Die Ratten auf 85. Die wollten die Ratten lebend. Ich hoffe, wir haben die Shivana nicht wütend gemacht, was immer an Bord dieses Schiffes ist. Das hört sich echt nicht gut an, was da gesendet wird. Ich habe mir jetzt auf die Repulse so ohne weiteres mit diesem ganzen Seraphim fertig wird. Ein Jäger-Eskorte, aber... Die Ratten sendet immer noch. Oh, keine Raketen mehr. Das ist scheiße an der... Loki. Aber gut, ich muss jetzt mich auf die Skorte der Ratna und der Lambda konzentrieren.
Das sendet mir Gänsehaut runter, was da gesendet wird. Meine Güte. Enemy wing system. So, calling you. The Ratha is safely on its way to Beta. Sehr gut. Good work, pilot. Und jetzt müssen wir noch die Abaddon zerstören. Ich meine, so ein Demon Cluster zerstören. Was zur Hölle? Transmitting jump coordinates now. All ships return to base. Ich will nicht hier wegspringen, solange wir Shyvana unterwegs sind. Wäre ja typisch, dass Repulse einen einfach im Stich lässt. Sind die Shyvana alle weggesprungen? Oder waren das unsere? Ich würde erst das Gebiet sichern. Oh shit, die sind alle weg! Ich hasse es, so wegspringen zu müssen. Ich hasse es, ich hasse es. Au, ich habe die letzte Rakete noch gespürt. Well done, pilots. Despite fierce resistance, the GTI was able to recover the Ratna and its cargo. Shivan's strategies are difficult to predict, and we did not anticipate them sending a destroyer to capture a mere science cruiser. According to reports from Beta Aquilae, the GTI received sufficient research to continue Project Humanities as originally planned. This technology will benefit the GTA immensely in our fight against the Shivans. Research and development estimates that the first of these next-generation weapons, the EMP missile, will be available for field testing within the month. I have been informed by command that the flight records for this mission have been classified Level Omega. As such, I am required to notify you that divulging any information about this mission, directly or indirectly, to any persons other than those specifically authorized by Galactic Terran Intelligence is a treasonous offense punishable by death. That is all dismissed. Die trotz schweren Widerstandes haben wir es geschafft, die Ratna nach Beta Aquilae zu bringen. Command entschuldigt sich so ein bisschen dafür, dass die Schwanstrategien nicht vorhersehbar sind und sie nicht damit gerechnet haben, dass sie einen ganzen Zerstörer schicken, um diesen kleinen Konvoi aufzufangen. Warum zur Hölle haben die Shyvana überhaupt mal angefangen, ein Schiff zu kapern? Also zerstören sie nur. Ja, die Wissenschaftler in Beta Aquilae haben gemeldet, dass sie mit den Materialien, die sie bekommen haben, genug Informationen hatten, um auch gleich neue Waffen zu entwickeln. Wir werden deswegen bald schon die EMP-Waffe kriegen. Das wird uns hoffentlich helfen, die Shyvana endgültig zu besiegen. Und das letzte ist, diese Mission ist unter Geheimdienststufe Omega eingestuft. Diese Mission hat nie existiert, außer für die Leute, die absolut autorisiert sind, von dieser Existenz dieser Mission zu wissen. Falls sich wir uns nicht dran halten, ab vor das Kriegsgericht und Exekution, würde ich mal sagen. Was haben wir denn geschafft? 16 Abschüsse. Eine Dragon, 9 Basilisk, 2 Manticore, 1 Scorpion, 1 Scheitern, 1 Seraphim und 1 Asrael-Transporter. Insgesamt schon 52 Abschüsse, na immerhin. Seitdem ich im galaktisch-terranischen Geheimdienst unterwegs bin. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.